Fisch. Ja. In der Mangelung eines echten Bieres. Ich habe auch noch Prost, mein Handy. Okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Willkommen bei den Biertauchern Folge 158. Mim, Horst, Johnny und Gregor. Wir schreiben. Also. 26. Mai. 2014. Ja. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Agentur, Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Und diesmal mit speziellen Grüßen an den Jörg. Yep. Okay, okay, okay. Deine rituelle Frage? Ja, habt ihr was? Frage nach der Frage. Das sind so Meter. Okay, also ob ihr was erlebt haben, oder? Ja, oder zu berichten habt. Oder habt ihr was zu sagen? Prost einmal. Ja, genau. Das fehlt. Prost, irgendwas hat gefehlt. Ja, wir haben heute ein schönes Störgeräusch vom Himmel. Snowpiercer statt Prost. Genau, ja. Wir es haben original, donnert. Original Gewitter. Ja. Außerdem haben wir noch den schönen Wasserfall im Hintergrund. Bald wird es hoffentlich nicht durch... ich bin erst getroffen, glaube ich. Ja, ich habe auch schon gesehen. Ansonsten können wir uns unterstellen an gewohnter Stelle. Ja, ich habe sehr viel Zeit mit Science-Fiction verbracht, nachdem ich ja mir selbst Abstinenz aufgezwungen habe, habe ich es nicht länger geschafft. Und habe mir übers Wochenende, glaube ich, 3, 4, 5 Science-Fiction-Filme angeschaut. Wahnsinn, und am Stück so, mit roten Augen. 3 und dann nochmal 2. Ja, und ansonsten habe ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung und das war's dann im Sekundestop. Okay, ich kann berichten, ich war im Kino, habe mir beziehungsweise New York angeschaut, Chinese Puzzle, glaube ich, und sonst habe ich jetzt endlich fertig gelesen, das Buch What We Can Learn from Ancient Societies, The World Until Yesterday. Ich kann darüber berichten, ja, und ein bisschen Mindtest gespielt. Und ich habe nicht viel zu erzählen, aber ich habe eine nette kleine Android-App entdeckt, die mir es gerade angetan hat, also angetan, über die werde ich kurz erzählen, aber fertig. Okay. Also eine YouTube-Ersatz-App, also die offizielle YouTube-App ersetzt. Okay. Weil sie es besser macht, was müsst ihr versuchen. Ja, dann fang gleich an. Ja. Ja. Obwohl, wir können dir noch Zeit lassen, du hast ja noch Sachen zu essen. Ja? Ah, ja. Ich kann, ja. Vielleicht beginne ich einfach mit dem leichten, denn ich habe so viele Filme, ich würde sagen, ich tröpfel immer wieder ein, damit ich zum Ende komme und beginne mit dem besten, den ich davon gesehen habe, also einer, der mir am besten gefallen hat. Von deinem Science-Fiction-Marathon. Ja, von meinem Science-Fiction-Marathon. Und der ist aus dem Jahre 2013, ist ein südkoreanischer Film. Koreanische Filme generell kann man immer ein Auge drauf haben. Die machen sehr teuer produziertes, sehr abgefahrenes Kino. Einer der bekanntesten Vertreter, der hat auch diesen Film produziert, ist der Chang Bak-wook, glaube ich, heißt er. Der hat diese Sympathy for Mr. Vengeance und Old Boy und so. Also da könnte man in diese Richtung sich mal einschauen. Das sind halt immer mit schön abgefahrener Story. Und so auch dieser, der basiert auf einem französischen Comic. Und Snowpiercer, wie der Name schon sagt, handelt über einen Schneekreuzer. Und die Prämisse ist folgendermaßen. Die Erde ist durch ein misslungenes Experiment eiskalt geworden. Man kann nicht mehr überleben, aber ein kleiner Teil der Menschheit steckt in einem Zug, der mit einem Perpetuum mobile angetrieben wurde wird. Wurde das nicht vor kurzem verfilmt im Kino? Es ist ein Kino, 2013. Ach so. Letztes Jahr. Ah, und okay. Ja, ist auch ein Film. Ja, genau. Okay. Und ja, also die rasen in diesem Zug um die Erde auf einem Schienensystem und mit eben so einer Maschine, die ewig läuft. Und die ganze Welt ist vereist, aber die Gleise werden freigehalten. Gleich mal vorweg, also wenn du jetzt nach großen Logik holst und Erklärungsfinden, ist bei dem Film nicht angeraten. Deswegen ist wahrscheinlich der Film, den mir so gut gefallen hat, weil er die richtige Mischung aus fantasievolle Ideen und aber auch einen Trash-Einschlag hat. Okay. Das heißt, er erzählt eine gute Geschichte. Das muss man außen vor lassen. In diesem Zug herrscht eine Zweiklassengesellschaft. In den hinteren Abteilen, da sind alle unterdrückt, arm, leben von schwarzen Teerbarren, die sie als Futter ausgeteilt bekommen. Und in den vorderen Abteilen ist sozusagen die Hot Volée und alle reich und leben im Überfluss. Sehr gut. Wie es halt so ist in einem Film, das ist jetzt auch noch kein großer Spoiler, die armen Leute sind natürlich unzufrieden mit ihrer Lage und beginnen eine Rebellion. Und das Schöne an dem Film ist, es hat etwas von einem Computerspiel, weil sie kämpfen sich dann Level von Level für Level, Waggon für Waggon weiter nach vorne.
Und man sollte sich ihn anschauen, finde ich, weil er eine sehr schöne Geschichte erzählt, weil geht jetzt nicht nur, als erstens natürlich schon sehr brutal, also die Kämpfe werden schon sehr explizit gezeigt, deswegen muss man schon fertig werden. Andererseits hat es natürlich auch so eine, es wird auch im Film selber referenziert, eine Laborsituation. Du hast ein geschlossenes System, du hast eben diese zwei Schichten von Menschen und du hast diesen Konflikt, der ausgetragen wird. Und es wird dann, je weiter sie nach vorne kommen, diesen Waggon, da gibt es dann Wellness-Abteile, ein Teil mit einer Sushi-Bar, einen Gang, wo ein Aquarium ist, auch mit einem abgeschlossenen System von Fischen. Da gibt es das schöne Selbstreferenzielle, dass eben dieses Aquarium dann auch, kann man den Rückschluss auf die Gesellschaft schließen. Und sie kämpfen sich eben nach und nach nach vorne. Bietet halt nicht nur Action, also es gibt nicht nur ordentlich Schlachten, sondern es wird dann auch teilweise bizarr und teilweise eh ganz lustig philosophisch aufgeschlüsselt. Okay. Ja. Und das Schöne ist, für die Jump Park Wook Filme, die sind ja mit südkoreanischen Darstellern, das ist eine amerikanische Produktion mit vorwiegend amerikanischen Schauspielern, die man auch zum Teil kennt vom Sehen. Aber er hat zwei Charaktere eingebaut, nämlich den Konstrukteur, der sich auch diese Schließmechanismen der einzelnen Schleusen überlegt hat, und eine Freundin von ihm. Und die tauen sie irgendwie auf in einem Auftauabteil, damit sie ihnen helfen, die einzelnen Schleusen zu knacken. Und das sind aber so klassische Jumpa-Kwook südkoreanische Darsteller. Und deswegen, es war auch so ein schönes Ding, das ist wie, als wären sie aus dem Besuch aus dem südkoreanischen Universum in diesem Army-Film. Und das funktioniert, es ist einfach rundum, finde ich, ein runder Film, der unterhält. Also du würdest gut unterhalten und ja. Empfehlungen. Wie gesagt, also, das ist ein Snowpiercer, genau. Okay. Yep. So viel dazu. Jo. Meinen Sie das noch ganz kurz? Ja. Ich kann empfehlen auf Android die App Viral. Ich weiß nicht, wer regelmäßig oder öfters vielleicht am Tablet YouTube benutzt, ist vielleicht nicht immer so zufrieden mit der originalen YouTube-App von Google. Gar nicht, ne? Gar nicht. Ja, bei mir hängt es oft, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht wieso, ich dachte immer, es liegt an der Verbindung, dass das UPC vielleicht irgendwie das nicht gut genug, dass wir schon ein Zwei-Klassen-Internet haben. Ja, ich weiß, wie ein leiser Verdacht hat. Und irgendwie geht Viral bei mir deutlich schneller und mir gefällt das User-Interface auch viel besser. Und dass es bei YouTube alles rot ist, ist dort alles blau. Okay. Aber nicht deswegen gefällt es besser, weil es hat auch viele nette neue Features. Zum Beispiel eingebaut, wenn du einen YouTube-Link startest, mit dieser App, das automatisch mal zuerst in so einem Bild-in-Bild-Funktion startet. Du kannst es rumschieben auf dem anderen Fenster. Du kannst es zum Beispiel minimieren in die Task, also in eine Notification. Dann kannst du zum Beispiel Videos hören, auch bei abgeschaltetem Display, also wenn du Musik hörst. Das ist einmal ein Hammer-Feature. Damit kann man sich echt den ganzen Audio-Content auch reinziehen. Genau, und du kannst auch mit deinem Google-Account einloggen, geht wirklich ganz ohne Fehlerei. Das nutzt du die Google-Accounts, also die Accounts vom Handy, das brauchst du nur bestätigen, welchen Account du nutzen möchtest, hast du deine Playlists. Und das ist super, weil zum Beispiel, wenn ich nach Hause fahre oder so, manchmal höre ich ja gerne den Kurt Razzelli einfach so, immer das Display anlassen, ist die Hölle, weil dann hast du das irgendwo so da drinnen. Ja, cool. Ich meine, Ähnliches hätte man schon von der OF, wie heißt die TV-Tech-App gewünscht, um zum Beispiel Zeit im Bild oder Ähnliches nachzuhören, wenn ich unterwegs bin, wenn ich es nicht sehen muss. Und dann denke ich, wenn ich nur den Ton hören muss, ich das Bild, dann das Display anlassen. Ja, und auch sonst, also ich habe es noch nicht so in Detailen erforscht, aber es macht einen sehr netten und wirklich gut durchdachten Eindruck. Cool, dass das auch geht. Ich meine, sie das per API machen oder wie sie das, weiß man nicht. Aber ich meine, bei Google Plus sind sie ja eher geschlossen, da gibt es überhaupt keine alternativen Clients und so. Generell für die. War ich auch noch nicht auf der Suche, muss ich sagen, aber es stimmt eigentlich. Ist ja. Na super, wenn es da was gibt. Apropos Sagst Google Plus. Viral. Ja. So wie, wie ein virales Video. Viral. Okay. Oder vielleicht, weißt du, wenn man da andere Sachen auffindet, oder am besten vielleicht Viral oder Viral YouTube suchen im Play Store, sonst auch noch. Und wenn du sagst, Google Plus, ist mir zufällig heute aufgefallen, die haben auch irgendwas geändert an ihrer App. Das Layout ist neu. Und ich dachte, dass das jetzt momentan der Standard User Interface Guideline Standard ist bei Android, dass man links diesen Navigation Drawer reinzieht. Weißt du, was ich meine? Wo man den Finger auf der linken Seite reinwischt. Genau. Der ist jetzt wieder weg. Das haben sie wieder abgestellt. Schade. Obwohl ich das wirklich sehr, sehr cool finde eigentlich. Und ich habe mir das Konzept sehr gefallen. Und ich schätze es bei den Apps eigentlich. Ja, ich bin jetzt auch schon trainiert darauf. Bei manchen Apps habe ich manche Funktionalitäten ewig gesucht. Aber wenn man mal weiß, man kann mal probieren, auf der Seite zu wischen, dann ist das echt. Ich habe heute gewischt. Google Plus geht nichts mehr wischen. Ja. Oben einen Header-Zeile hinzugefügt, wo man es jetzt runterklappen kann. Mhm.
Noch eine Header-Zeile, ich war weiß nicht. Nicht. Ja. Das Cooldown-Menü kommt zurück. Ja. Na, schauen wir mal. Wenn du nächste Tastaturschlag gehst, ist dann auf der Bildschirmtastatur. Ja. Ich komme überhaupt drauf auf Google Plus, ich muss einfach irrsinnig vielen Leuten jetzt mal entfolgen. Das ist mein nächster Plan. Ja, aufräumen. Es muss echt aufräumen. Ich habe das so am Anfang benutzt, noch halt noch exzessiver dann als Twitter in Sachen Folgern. Also nicht zum selber posten, aber zum Folgen von Leuten. Ui, ich glaube, wir müssen aufbrechen dann. Ja. Na eben, weil noch nicht so viele Leute Content geschrieben haben. Es war noch stiller, deswegen konnte man leichter vielen Leuten folgen, ohne überladen zu werden. Aber jetzt. Die Follower sind geblieben, nur dass der Traffic ist gestiegen. Besonders im Web. Auf Facebook gehen. Ja, genau, aber besonders mit diesem dreispaltigen Layout, wo ich dann auch nicht genau die zeitliche Abfolge sehe und ich meine. Manchmal mache ich immer noch das Browserfenster schmal, damit ich nur eine Spalte habe, damit ich weiß, was jetzt ganz oben ist. Ja, weil ansonsten bin ich verzweifle ab dem ersten Blick auf dieses Ding. Na gut, machen wir kurz einen Location-Wechsel. Wir suchen uns einen Unterstand. Ja. Stellen wir jetzt erstmal unter. Rechts oder links ist die Frage. Rechts hat sich auch schon jemand einquartiert, mach mal links. Achso, der Na, da sind schon ein paar Leute gemütlich. Ja. Da wollen Sie ja nicht Tropfen durchschlagen. Ja. Ui, 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 ui. Hopp. Mikro lockert sich auch. Es hat sich kurz gelockert vom Griff. Hoffentlich nicht. Ach. Im Freien, aber trotzdem nicht im Regen. Ja, das geht ja. Aber auch schön, jetzt im Regen zu sehen. Mhm. Ich erinnere jetzt daran, dass wir stehen unter einem so einem Toreingang zwischen Innenhof 1 und Innenhof 2. Und menschenfeindlich wie ich bin, muss ich darauf hinweisen, dass hier traditionell immer die meisten Leute kommen, die uns deppert stören beim Aufnehmen. Naja, deppert stören ist ja mehr. Ich meine, ja. Das ist deine Formulierung, ich distanziere mich von dieser negativen Formulierung. Ja. Gut. Ja, hinten sind ja schon welche Leute gesessen, also die Möglichkeiten bleiben uns ja nicht. Muss also ein T-Shirt anschaffen, wo drauf steht, ihr stört's. Abstand. Abstand, genau. Wichtige Viertacher Podcast. Das freundliche Element. Also, was hast du, hast das Buch fertig gelesen, das du Ich habe das Buch fertig gelesen, das dauert aber länger, das möchte ich dir später dann erzählen, das war's nicht lang. Okay, dann kann ich ja über einen schlechten Film erzählen. Bitte, ja. Ich habe mir nämlich als nächsten Film angeschaut. Ich wusste schon, dass er schlecht ist, aber habe dann vergessen, dass ich, weil ich ihn schon vor längerer Zeit irgendwie zu Hause rumliegen habe und bin dann draufgekommen, währenddessen erst, warum ich ihn mir runtergeladen habe. Der nennt sich nämlich The Host, stammt aus dem Jahre 2011, glaube ich, und handelt von einer Alien-Invasion. Die Erde ist eigentlich total friedlich und alle keine Kriege und alle leben friedlich miteinander. Problem dabei, alle sind besessen von Aliens. Also sie nisten in unserem Gehirn? Rückenmark, glaube ich. Oder halt, weiß nicht, Zwischenrücken. Ja, einer dieser Regionen. Und sind aber, und sind aber total friedlich dann dabei. Und so. Mhm. Ja, genau. Das Interessante vielleicht vorweg zu erzählen, ist, das ist von derselben Typin geschrieben, die auch den Plot für Twilight geschrieben hat. Das heißt, es handelt sich um das auch vorhandene, aber seltener benutzte Genre der romantischen Sci-Fi. Ja, also die parasitenverseuchten Hauptdarsteller tun noch miteinander was anfangen. Erst einmal so gleicher Bumper, gleich am Anfang irgendwie, so was einen runterträgt, die sind alle auch schrecklich angezogen, so wie unsere Sektenführer in den 70ern, alle in weißen Anzügen. Und fahren verspiegelte Sportwagen. Also, das ist schon mal so das erste Auer-Erlebnis. Und wir verfolgen die Hauptheldin namens Wanderer. Das ist ein Mensch, der noch nicht besessen war. Es gibt auch Menschen, die nicht besessen sind. Und die eingefallen wird, die dann eingefangen wird. Ah, von den Befallenen. Genau. Man erkennt die Befallenen als Zuschauer daran, dass sie so ein Ringerl in den Augen haben, wie, weißt du, wie bei den Werwölfen oder so, in den oder Vampiren. So Kontaktlinsen-Effekt. Ja, genau, so fluoreszierende. Das heißt aber, von weiter weg erkennst du das nicht so schnell, ob einer besessen ist. Oder? Nein, aber genau, richtig, wenn du dann hinkommst, siehst du das am Leuchten der Augen. Ja? Okay. Und die wird dann jetzt dann eben auch, also diese Wanderer-Seele wird eingepflanzt in diesen Menschen. Und die wacht auf und sie wird natürlich interviewt, um herauszufinden, ob da noch mehr unbesessene Menschen umwandern. Problem ist, das war ein sehr starker Mensch, in den sie eingepflanzt worden, und diese alte Persönlichkeit ist noch am Leben und beginnt mit der Wanderer, dieser neuen außerirdischen Seele, zu reden. Und die beiden befreunden sich im Körper dieses Menschen. Und um das Ganze mal ein bisschen vorzudrehen, sie trifft dann noch sie kann dann überredet werden,
der Außerirdische zu flüchten und sie trifft dann auf alte Bekannte von den Menschen und die sind im Untergrund, in der Wüste, in einer amerikanischen Wüste unter einem Felsen untergebracht. Da haben sie riesige Anlagen, wo sie mit Spiegeln Licht reinleiten und die Felder bestellen und blablabla. Und sie wird natürlich von denen gefangen genommen, sehen an dem Ringel, dass sie besessen ist und vertrauen ihr überhaupt nicht. Aber mit der Zeit und guten Taten schafft sie Vertrauen. Um das Ganze aber noch mit Love Interests anzureichern, gibt es noch ihren ehemaligen Freund, von dem sie weggerissen wurde. Dann gibt es noch die Wanderer, die andere Seele, die hat ja verliebt sich in einen neuen Boyfriend. Und dann gibt es noch einen dritten. Also wir haben jetzt ein Mädel mit zwei Seelen und noch drei Freunde, die so um sie herum arbeiten und ja, das ist dann halt auch der Film. Also, als großer Name spielt, muss man zur Verteidigung sagen, der William Hurt mit Vollbart, so als ihr Onkel und als so Roughneck. Es wird halt auch so eine Gesellschaft gezeigt, die so ein bisschen an die, wie es immer ist bei Amis, Wild-West-Kultur irgendwie erinnert. Und es ist insofern interessant vielleicht zu sehen in Filmen, weil es halt in diese Twilight-Logik reingibt, okay, aber eigentlich mit einem Thema überhaupt nicht zusammenpasst, also für mein Gefühl her. Und ich glaube, es war auch so ein Testballon. Also ich glaube, wenn das was geworden ist, vielleicht wird es ja auch noch was, wird es weitere Teile geben. Also er endet relativ offen. Und ich wünsche mal viel Glück. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber was weiß ich. Aber ja. Ich möchte mich auch gar nicht allzu sehr lustig machen, weil ich habe ja Twilight ja in voller Länge gesehen. Also ich zeige ja auch durchaus Interesse. Und Hunger Games auch. Also ich schaue ja sowieso alles. Der Plot erinnert mich jetzt spontan sehr an Sie leben, also wo auch so die Menschheit besessen ist und die Widerstandsorganisation hat dann Kontakt. Eine viel sympathischere Seite des Trashs. Da gibt es keine Love Interest. Und außerdem ist es ein besseres... Doch, du unterschätzt diesen Trash-Film. Angedeutet. Ja, aber das ist, ich meine es ja nicht negativ, weil ich finde, Sie leben ist super. Besonders deswegen, weil ja da gezeigt wird, er bekommt dann so eine Brille, wo Nachrichten, ja, genau. Ja. Das hat dieses schöne Paranoia-Thema drinnen, wo dann halt in dieser Zigarettenwerbung dann so Botschaften versteckt sind. Das ist ein super Film, 80er Jahre. Also ich wünschte, aber es hat jetzt nicht die Gemeinsamkeit, dass wenn man dann so seine Freundin in die Rebellenorganisation einschleust und sagt, sie gehört zu den Guten, dass sie dann so per Funk dann die bösen Sturmtruppen holt und die vernichten dann die Rebellen. Das war so bei seinem Leben so ein bisschen. Genau, aber vielleicht kommt das noch, aber nein, zurzeit ist das eigentlich das gut. Und es wird auch sehr ausverhandelt und das Bizarre ist, die Aliens sind ja auch nicht wirklich böse. Also sie respektieren die Seele und sie möchten keinen einzigen Menschen töten und selbst die Typin, die Hauptverfolgerin, bekommt dann auch Gewissensbisse. Also wie gesagt, das ist halt ganz, ganz geiles Schiene. Ja. Jo. Ich kann noch einen kurzen Hinweis einbringen. Diese Woche ist ja... Boah, ist nicht erfreut, was stärker aus? Skateboarder. Hast du niemals verrückt und jugendlich? Nein. Bin konservativ und alt zur Welt gekommen und war von Geburt an 30. Apropos, letztens ist mir... Das ist vielleicht schon ein Stück, was nicht zu weit geht, letzte Woche war es, bin ich auf dem Weg in die Arbeit, ist mir auf der Webgasse ein junger Vater entgegengekommen mit einem Kleinkind am Arm auf dem Skateboard. Wow. Ja. Oh, das finde ich schon sehr risikoreich, weil nämlich, wenn du stürzt, hast du nur zwei Hände, um dich abzustützen. Das Skateboard ist schon gewagt. Also war ein Longboard, oder? Aber andererseits, das Kind hat viel mehr Geschwindigkeit um sich herum, also das wird einmal so ein Überholer. Der ist gewohnt, dass sich andere Leute schneller bewegen in der Gesellschaft. So. Ja, das war sicher so in meinem Alter, also es gibt doch noch ältere. Was ich sagen wollte, so, da bricht nicht der Himmel. Der Universale. Am Samstag und Sonntag ist in Wien die CeBIT, die Central European Bitcoin Expo. Ja. Ich meine, es war ja vorige Woche oder vorvorige Woche in Amsterdam die große Bitcoin 2014, also die von der Bitcoin Foundation veranstaltete Konferenz. Okay. Das heißt, die in Wien wird nicht ganz so groß werden, aber trotzdem noch sehr viele interessante Leute da und die haben einen Location-Wechsel gemacht, das heißt in der TU, im Hauptgebäude. Wirklich wahr? Ich gesehen habe, ja. Also im alten TU? Ja, also am Karlsplatz. Am Karlsplatz, ja. Okay. Aber soweit ich gesehen habe, auf dem Veranstaltungskalender der TU stehen sie noch nicht drauf. Also weiß die TU noch nichts von ihr. Ja, aber ich hoffe, dass es stattfindet. Aber das heißt, wenn wir am Samstag um 7.30 Uhr, glaube ich, bis 9 Uhr ist eine Einführung, also kann man gratis rein. Ohne Ticket und da gibt es so ein... 7.30 Uhr in der Früh, oder wie? Oder 8.30 Uhr. Am besten einfach schauen auf cbexpo.net und
Da gibt es zu Beginn einen Einführungsvortrag für alle, die sich generell mit dem Thema jetzt erstmal beschäftigen wollen. Und ja, Tickets gibt es zwar auch noch, aber sie sind ja teuer, ich glaube 150 Euro. Ich habe eine E-Mail gekriegt von irgendwem, den ich nicht gekannt habe, und der hat dann gemeint, da ist diese Konferenz und ob ich mich dafür interessiere. Habe ich gesagt, naja, ich würde mithelfen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr gut. Und dann war nichts mehr. Na, die Veranstalter haben sich auch, glaube ich, an Bitcoin Austria gewendet, und dort sind auch einige Leute so Leute gesucht, die mithelfen. Ich nehme an, da wird es jetzt keine Slots mehr geben. Also quasi beim Organisieren und so weiter, und dafür gibt es halt gratis Eintritt und schätze mal ein T-Shirt oder ähnliches. Ja. Hast du was von den Amsterdamer Bitcoin noch nicht angeschaut? Ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der dort war, und auch noch nicht viel im Web angesehen, aber also gerade mal die. So einen Vortrag habe ich gesehen vom Gavin Andresen, also der Bitcoin, also vormals Core-Developer, jetzt so Chief Scientist. Okay. Der hat den Titel abgegeben, weil das ganze Tagesgeschäft mit den Patches entgegennehmen und so weiter waren zu anstrengend, und er kümmert sich jetzt wirklich um die Weiterentwicklung. Okay. Aber es war nichts Neues zu erwarten, generell so über seine Erwartungen, seine Aussichten, aber nichts wirklich technisch Interessantes für mich halt. Und ja. Genau, was auch noch vielleicht erwähnenswert ist, am Freitag, am Vorabend, ist diesmal nicht im MetaLab wieder das nächste Meeting von Ethereum, wo wir schon mal gesprochen haben. Ja, also der andere Anwendungsfall für Bitcoin. Für Skynet. Ja, genau. Ja. Das ist auch nur ein Stichwort erwähnen, da hast du weiß, wovon ich spreche. Und diesmal nämlich, weil es mehr Andrang erwarten, wenn schon Gäste von die zur Bitcoin Bitcoin Expo kommen, dass sie halt auch vorbeischauen werden eventuell. Das haben sie, glaube ich, im Sektor 5 angemietet. Okay. Und unter anderem ist nämlich wird ein Special Guest erwartet, der Vitalik Buterin. Den sagt man so. Kennt man aus dem, wenn man das Bitcoin Magazine regelmäßig liest, ist der die coolen Tech-Artikel schreibt und auch Mitgründer, glaube ich, vom Magazine. Und er ist eben auch Mitgründer von Ethereum. Vitalik! Es gibt dem Ganzen noch so ein gewisses Pathos. Oh, Mad Science. Scientist. Ja. Also. Okay, also ja, wird ja sprechen. Naja, wird. Also es ist nur ein User Group Meeting mit Hands-On, haben sie angekündigt in der Meetup-Gruppe, und er wird auch da sein. Also man wird dort wahrscheinlich auch gelernt haben, wenn es geht, mit ihm persönlich zu plaudern. Und das, ah, nice. Also ich werde auf jeden Fall hinschauen, was mich interessiert persönlich. Schaust du den Stallman auch an, oder ist das mal so? Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, was der Stallman eigentlich, was der vorträgt oder welche. Aber ich werde es auf jeden Fall, ich muss schon sehen. Ja. Einfach. Anschauen mal, ja. Ja, einfach. Einfach mal sehen. Hast du schon mal live gesehen? Nein, noch nie. Also, ja. Allein deswegen. Ja, ist klar. Spannend. Ja. Ich habe mein Bier zu schnell getrunken, ich glaube, ich bin schon. Oh je. Der Blitz hat dich getroffen. Der Blitz hat dich getroffen. Ich erzähle mal, also als Zwischenstückchen, über den weiteren Science-Fiction-Film, den ich gesehen habe. Den kann ich ganz kurz abhandeln. Hell heißt der. Ist, glaube ich, auch letztes Jahr oder 2011 rausgekommen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Und ist so ein bisschen eine gute Prämisse. Die Welt ist heiß und hat so ein Fallout, wer das kennt, so ein Postapokalypsen-Thema. Alles ist so in schweren Sepia-Farben gedreht und alle müssen sich, so wie die Raiders bei Fallout, mit Tüchern umwickeln und Lederhelmen und reden sich dahin. Man verfolgt eine Gruppe von Menschen und ist von einem Schweizer Regisseur mit deutschen Schauspielern gemacht, mit geringem Budget. Und dafür ist es eigentlich wirklich gut gemacht. Mhm. Also wenn man dieses Genre mag, also es geht dann in weiterer Folge, kommen sie dann zu netten Menschen, die sie aufnehmen und so. Und gewiefte Schauer wissen natürlich, dass nette Menschen, die einen so aufnehmen, meistens auch einfach was im Schilde führen. Und in guten Augenblicken ist es wie eine gute Fallout-Story. Und in schlechten Augenblicken ist es ein bisschen wie Da dort in der Zukunft oder Farbfinderspiel. Also keine eindeutige Empfehlung, kann man sich mal anschauen, aber tut wenn man einem nicht weh. Das Budget einrechnet, also sozusagen mit Liebe gemacht. Total. Also, die Liebe drückt sich vor allem in den, also die Effekte nicht so, aber in der Ästhetik zumindest aus und im Plot, den sie geschrieben haben, der wirklich astrein so eine gewisse Postapokalypsenhärte hat. Cool. Und das ist nett. Sowas ist immer nett.
Und hast du rausgekriegt, wo sie das gedreht haben? War das im Studio oder hast du erkannt in der Industriebrache? Also wenn du mich fragst, ich habe mich das selbst gefragt, weil die Wälder und so, die sind ja so abgebrannte Stümpfe. Aha. Und das hat eigentlich ziemlich authentisch ausgeschaut. Ich glaube nicht, dass es im Studio ist, aber auf jeden Fall Freiluft gedreht. Mhm. Wo das genau gedreht wurde, kann ich da nicht sagen. Müsste man dann selber nochmal recherchieren, wenn es interessiert. Aber schaut es mitteleuropäisch aus? Oder? Ja. Ach so, okay. Würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist auch schwer zu sagen, die Farben sind verzerrt und es ist halt falsch. Cool. Ich kann technisch einflechten, ich kann es derzeit sehr empfehlen, Minetest zu spielen. Okay. Minecraft kennt wahrscheinlich jeder, großes Spiel. Und das ist aber noch nicht open sourced. Das wird irgendwann mal open gesourced. Mhm. Ist es aber noch nicht. Das ist nur relativ günstig erhältlich. Und wer jetzt aber eine freie Alternative haben will, also die wirklich komplett open source ist, der kann Minetest downloaden. Das ist ein auf der Irrlicht-Engine basierender Nachbau von Minecraft eben, wo man halt so bauen kann und Server aufsetzen und mehrere Leute dann diese Voxelklötze und da so ihre eigenen Schlösser bauen und halt so kraften. Und, ja, du hast ein Sandkastenspiel halt. Und das letzte Mal habe ich das installiert, das war glaube ich schon über ein Jahr her und seitdem nicht mehr viel getan und jetzt halt wieder mal die neueste Version hinuntergeladen und ist schon sehr, sehr viel runter geworden. Also okay. Und ich kann auch berichten, es lässt sich starten auf einem Raspberry Pi, aber nicht spielen, weil der Raspberry Pi zu langsam ist. Das war sehr, also da ist, sehr schade. Optimierungsmöglichkeiten. Ja. Vielleicht, wenn sie also schaffen, die Grafik, er schafft es von der Grafik her, aber der Raspberry schafft es halt nicht vom Prozessor her. Man hat ca. einen Frame pro Sekunde und damit ist das nicht spielbar. Ja, schade. Ja. Aber vielleicht kommen noch optimierte Versionen dafür raus. Und ja, in dem Zusammenhang kann ich erzählen, es gibt ein sehr schönes auf der Minetest Homepage, gibt es ein Wiki und da wird erklärt, wie man mit der Programmiersprache Lua selber moddet, also wie man sich selber sogenannte Rezepts baut oder Nodes, also man kann dann eigene Gegenstände craften und machen. Ich soll kurz weit in den Gang zurückziehen. Das sage ich jetzt mal nur so, weil man wird trotzdem nass. Ich fühle mich angeregnet. Okay, Minecraft. Jetzt haben wir also zwar halber. Minetest. Minetest, genau. Minetest, der freie Nachbau von Minecraft. Okay. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Technisch, weil du hast nicht zufällig die Shownotes offen. Die Shownotes habe ich nicht offen, nein. Aha, oh, wurscht. Machen wir das nächste Mal. Ja. Ich habe noch eine große Buchbesprechung und eine Filmbesprechung, aber vielleicht. Ich kann mal meine Podcast-Empfehlung loswerden, bitte, bevor ich es nämlich am Ende dann verschüssel. Ich höre zurzeit wieder einen Podcast nach von Folge 1, weil er mir so gut gefällt. Und das ist der Lila-Podcast. Lila. Der Lila-Podcast, genau. Und das wird von zwei Frauen moderiert. Lasst mich mal nur kurz mein Pocket befragen. Der Host, der Herr, Brainstorm. Das Experience. Ja, richtig. Na, Stephanie Meyer ist ganz falsch. Das kommt drauf, wenn ich mir so viele. Da haben wir es. Das ist nämlich die Katrin Rönnicke und die Susanne Klinger. Und die reden über aktuelle Themen, Debatten und interessante Gedanken, die ihnen aufgefallen sind und hängen geblieben sind, immer im Zusammenhang mit Feminismus. Also es ist ein. Jetzt kein Podcast über Feminismus, aber über Frauenthemen. Mhm. Und die machen das recht schlau. Ich glaube, eine von den beiden schreibt Artikel für die FAZ und für den Freitag. Und die machen das auf eine sehr charmante Weise, die einiges erklärt und arbeiten auch geschichtlich einiges auf und greifen sie aber auch aktuelle Themen auf. Also zum Beispiel jetzt die jetzige Selfie-Kultur und wie das mit den in die jetzigen Mechanismen der Selbstdarstellung reingreift. Oder ich weiß nicht, über wie das war, zum Beispiel, ich glaube, eine von ihnen ist in der DDR aufgewachsen, wie dort das Frauenbild war und wie es sich dann entwickelt hat, über natürlich auch deutsche Politik und was dort für feministische Themen anstehen. Und sie haben einen sehr fundierten wissenschaftlichen, theoretischen Unterbau. Und eine von denen war auch schon eingeladen beim Chaos Radio Express zum Thema Feminismus.
Und so, glaube ich, ja. Es war eine Empfehlung. Und Mann wird sozusagen nicht Fahrt bei dem. Überhaupt nicht, weil es eben nicht so, also wie gesagt, es ist für mich sehr angenehm zu hören, weil es wirklich interessant ist, vielfältig. Sie haben ein fundiertes Wissen und haben eben nicht dieses postulierte, sie diskutieren das sehr offen. Mhm. Ich finde auf eine sehr offene und sehr angenehme Art. Also ich bin ganz begeistert und bin jetzt froh, und ich auch morgen. Ich bin ja auch ein bisschen anfällig. Ich höre ja auch den Soziopod und so, so gesellschaftlich, oder den Piraten-Podcast, den Kabauter-Cast. Und ich finde das sehr interessant. Und das ist gerade jetzt, immer diese viele Diskussionen, die es gibt, ja auch Rechtschreiben und solche Sachen. Mhm. Und das behandeln sie, und ich finde das gut. Da sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Das kann ich astrein empfehlen. Habe jetzt, glaube ich, so 5 Episoden gehört. Insgesamt, es gibt doch nicht allzu viel. 11 Episoden sind es, glaube ich, insgesamt. Und wirklich gut. Wirklich gut. Auch vielleicht, wenn man so Familie hat und so, ich meine, einer von Ihnen hat zumindest gehörterweise Familie, auch da die Eindrücke und Erfahrungen natürlich mit diesen gegenderten Spielzeugen und Star Wars und solche Sachen. Es ist wirklich auf eine moderne, sehr angenehme Weise diskutiert. Eine absolute Empfehlung. Sagst du nochmal den Namen? Der Lila Podcast. Der Lila Podcast. Ja, okay. Genau. Fällt rein. Eine News habe ich noch aus der Bitcoin-Welt. Mhm. Und zwar am Freitag ist was passiert. Also nicht passiert. Am Freitag hat der Nationalratsabgeordnete Nico Alm von den NEOS eine parlamentarische Anfrage eingebracht an den Finanzminister und an unseren Wirtschaftsminister. Und zwar, parlamentarische Anfrage kennt man, es ist so ein Mittel in unserer, also in unserer Demokratie, da können Abgeordnete an die Regierung eine Fragestellung übermitteln, und die Regierung muss 2 Monate später antworten. Und okay. Also die Antwort entspricht dann der aktuellen Rechtsauffassung der Regierung zu den Themen, die heute gefragt wurden. Und die haben nämlich jeweils über 20 Fragen zum Status von Bitcoin, also zum rechtlichen Status von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen und virtuellen Gütern in Österreich erfragt. Mhm. Und da geht es um so Dinge als wie steuerliche Pflichten, Konzessionspflichten, Mining, das sind Dinge, die kann man nicht immer in klassischer Rechts... sozusagen die Regierung gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Jetzt. Und spätestens am 23. Mai war es jetzt, ist eingereicht worden, das heißt bis 23. Juli, wird wahrscheinlich eh so lange dauern, aber dann werden wir erfahren, wie das in Österreich aussieht. Und na, wie von einem EOS, ja. Bravo, Nico. Es ist auf jeden Fall auch... Das schafft, ich meine, natürlich können die Antworten so ausfallen, wie man es vielleicht nicht hören möchte. Dann ist es auch nicht vielleicht rosig, aber dann weiß man wenigstens, woran man ist. Dann weiß man, woran man ist. Wenn man jetzt ein Unternehmer gründet, zum Beispiel, ich möchte jetzt einen Bitcoin-Handel oder einen Bitcoin-Automat aufstellen, und plötzlich ist es umsatzsteuerpflichtig und ich muss 20% Umsatzsteuer drauf. Dann ist das wirft ganze Geschäftsmodelle dann um. Dann kannst du das ganz gehen. Vergessen, weil das ist ja dann auf dem Umsatz, nicht auf dem Gewinn. Das ist ja und ich meine, diese Grundfragen, ist es eine Währung? Also Währung ist es definitiv nicht, wenn es staatlich herausgibt sein, aber ist es Geld oder ist es eine Ware? Oder? Und ja, auch die Aufsichtspflichten, Konzessionspflichten, weil die FMA, also die Finanzamtsaufsicht, hatte schon so Statements veröffentlicht, aber das war eher so eine Kundenwarnung wie, ja, Achtung, da kann man was verlieren, aber nichts wirklich Konkretes für Betreiber. Also, und man wird sehen. Ja, aber das ist echt sinnvoll. Das? Aber cool. Also auch im Kontext der Politik, mal, dass die ein aktuelles technisches Thema aufgreifen in Form einer Anfrage, ist eine gute Sache. Also ich weiß zufällig von jemandem, der in einem Ministerium gearbeitet hat, wenn so eine Anfrage kommt, üblicherweise von der Opposition, dann kann der Minister nicht einfach irgendwas sagen, sondern müssen wirklich die Beamten hakeln und sozusagen das recherchieren und ihm das voll sozusagen vorarbeiten, ist sozusagen ein wie wenn die Republik Hausaufgaben machen muss, ne? Und der Minister muss das dann im Parlament verlesen eben, und das entspricht dann wirklich, wie du sagst, dem neuesten Stand des derzeitigen Wissens der Regierung. Also ich kann mir nicht ganz so juristisch aus, wie es aussieht, also ob das dann, aber ich nehme an, wenn ich mich als Unternehmen dann darauf verlasse, dann mache ich zumindest nichts Falsches, wenn ich jetzt davon ausgehe, es vielleicht, ich denke, es ist so und so, und dann ist es doch nicht so, dann kann ich mich nicht abrufen, ich glaube, das ist eh nicht so. Die Unsicherheit, besonders die schützt einen dann auch. Genau, aber Unwissenheit schützt dich ja nicht. Aber wenn du dich berufen kannst auf diese Beantwortung, die damals von der Regierung so beantwortet wurde, ich weiß jetzt nicht genau, wie selbst rechtsgültig das ist, aber es ist etwas... Negativ ist, hat man wenigstens Gewissheit. Genau, du hast etwas, was halt die... Ich meine, wenn sie jetzt draufkommen, das passt eh nicht ins Modell, dann gibt es halt irgendwann eine Gesetzesänderung oder werden Gesetze geschaffen, wäre dann auch zumindest ein Weg, sich dort halt das Ganze in geordnete Bahnen zu bringen. Ja. Vor allem noch für die. Und vor allem,
wenn es da jetzt eine gute Entscheidung treffen, könnte man sich ja positionieren. Aber ich weiß nicht, ob Österreich dafür sowas bereit ist. Innovations-Bitcoin-Innovations- sich positionieren. Ja. Ja. Ja, nicht. In Deutschland haben sie ein paar so Entscheidungen eben mit dieser Steuerpflicht, also Umsatzsteuerpflicht, die nicht so positiv sind eigentlich für Bitcoin-Händler. Mhm. Und da hätte Österreich jetzt die Chance, sich hervorzutun und sozusagen, wir sind der neue Finanzhafen für Bitcoins. Ein Finanzhafen, Technologiehafen. Also so viele innovative Startups, die sich hier bilden rundherum, also wirklich so viele schlaue Leute, die sich damit beschäftigen. Und da entstehen Firmen, da entstehen wirklich Dinge, Arbeitsplätze. Mhm. Und wenn man jetzt die Leute da vertraut, irgendwo ins Ausland oder irgendwo hin, dass es da was andere Gesetze gibt, wäre doch eine Chance. Ja, also ich bin gespannt, was da rauskommt. Wenn wirklich was positiv rausschaut, dann. Ja, wie gesagt, das wär doch mal was. Ich überlege jetzt gerade, ob du und alle diese sympathischen Leute, die jetzt im MetaLab den Bitcoin-Abend machen, ob das schon das in 30 Jahren das sind, was London jetzt ist, so der böse Finanzhai, das Finanzhaibecken des Weltkapitalismus. Nein, wie glaubst du, will ich in Pension gehen? Meine Finanzhai-Milliarden, ja, wie sonst? Har, 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 har. Wo bleibt der Donner, wenn man ihn braucht? Ja, genau, ja. Schlecht. Ja. Okay. Ich kann noch einen reinstreuen. Heb ihn dir auf, weil ich habe da noch einen Film, dann könntest du den dazwischen machen. Ich habe hier noch zwei Filme. Achso, dann fang erstmal an. Ich werde mich immer kürzer halten. Okay. Der nächste, ich arbeite mich jetzt zeitlich nach hinten vor. Der vorletzte Film, den ich mir angeschaut habe, heißt Warriors. Ist von Walter Hill, den kennt man vielleicht von Filmen wie Heat, hat er zum Beispiel gemacht, so 80er Jahre Blockbuster. Mit Arnold Schwarzenegger, kannst du dich erinnern? Arnold Schwarzenegger als Russe und mit Buscemi als amerikanischen Cop, sein Buddy-Movie. Ah, doch, ja. 48 Stunden hat er auch gemacht. Ja. Oder noch einmal 48 Stunden wurde begeistert. Das ist der zweite Film. Also so ein großer Action-Regisseur der 80er. Mhm. Und Warriors, auf den Film bin ich gekommen, weil eine Simpsons-Folge persifliert den Film. Und da handelt eben 1983, gibt es ein großes Treffen außerhalb von New York von allen New Yorker Gangs. Und die Gangs haben auch alle, also es gibt die Warriors, ist eine dieser Gangs und sie haben alle ein spezielles Outfit. Also sind als Gang zu erkennen. Also die einen sind irgendwie in Baseballmontur und geschminkt, die anderen als Pantomimen verkleidet und dann wieder andere mit Ledergelees. Also alles, was so die 80er Jahre, 70er Jahre Popszene an modischen Extravaganzen zu bieten hat, sieht man dort. Und die wurden eben dort versammelt, weil einer der Obermods von den Riffs, einer großen Gang, möchte alle Gangs vereinen, weil dann ist das Verhältnis zur Polizei 3:1 und dann können sie ratzfatz die gesamte Stadt übernehmen. Kleines Problem, dieser Obermotz wird bei dieser Rede umgebracht und die Warriors, jede Gang hat eine Delegation von 8 Personen losgeschickt. Manche sind ja dort in der Gegend aber größer vertreten und diese 8 Warriors werden beschuldigt, diesen Obermotz umgebracht zu haben. Haben sie aber nicht, sind die total gute Gang. Oder naja, weiß man nicht. Aber ja, zumindest werden sie nicht unsympathisch. Oder halbwegs, naja, weiß man nicht. Auf jeden Fall, ihr Ziel ist, sie müssen sich zurückkämpfen. Mhm. Also von dem dortigen Stadtpunkt in ihr eigenes Gebiet. Und der ganze Film spielt dann eigentlich die ganze Nacht lang und erzählt dann einen Encounter von einer skurrilen Gang, die sie versucht aufzuhalten, zu anderen. Und so schlagen sie sich durch, sie werden teilweise getrennt und dann kommt noch eine Frau hinzu, die sich der Gruppe anschließt und so entwickelt sich der Film. Und er hat mich sehr unterhalten. Er ist natürlich, man kann ihn jetzt, die gefährlichen Gangs wirken nicht ganz so gefährlich. Aber das ist auch dadurch zu erklären, dass es sehr comichaft inszeniert ist. Ich bin nicht sicher, ob dein Comic zugrunde liegt, aber er ist praktisch sehr gut aufgeschlüsselt, weil du hast, was man im modernen Film ja auch manchmal sieht, so Comic-Pendels, so diese Bilderchen. Und manchmal bei Überblenden von einer Szene zur anderen siehst du halt, wie dann die Pendels weiterspringen, ein bisschen von der Geschichte weitererzählen und dann steigst du wieder in diese reale. Also der Film sieht sich selber als Comic so ein bisschen. Richtig, ganz. Und so übertrieben ist es auch dargestellt. Und der Soundtrack ist wahnsinnig gut, also wenn man zumindest ein bisschen nostalgisches Herz hat für 80er Jahre, treibende 80er Jahre Soundtrack, ist das sehr gut gemacht.
und währenddessen auch sehr cool aufgeschlüsselt. Also die anderen Gangs werden informiert, dass die Warriors gesucht werden, beispielsweise, da gibt es eine Radioshow und da sieht man die schwarze Moderatorin, sieht man nur ihren Mund immer, die immer die Messages spricht und die gibt dann immer so verkappte Botschaften, immer so, ja, und folgender Hit ist den Warriors gewidmet und dann ist schon so, you can hide und so, du kommst nicht davon und das wird dann halt so kommuniziert über diese verschlüsselten Kanäle und es gibt halt wirklich auch dann bizarre, es gibt dann auch, also man muss schon sagen, also was in den 80er Jahren natürlich auffällt, alle Gangs haben nur Männer natürlich als Mitglieder, bis auf eine Frauengang, die Lissis, die dann auch noch irgendwie auftritt. Und zwischendurch, also es hat auch etwas von der Odyssee, also sie haben halt diese Irrfahrt, kann man eigentlich sagen, und dann auch getrieben. Und es gibt dann einen Abschnitt, wo dann alle irgendwie mit Frauengeschichten abgelenkt sind. Also das ist halt so im Storyduktus auch drinnen. Und wenn man sich zu zweit anschaut, ich finde, alles, was in den Simpsons referenziert ist, kann man sich ja mal zumindest eine Chance geben. Und der Film, der hat irgendwas. Ist irgendwie so ein Kind seiner Zeit und amüsiert schon. Gerade auch, wenn man zum Beispiel von Stanley Kubrick das Clockwork Orange gesehen hat, wo es ja auch um so eine bizarre Jugendgruppe gibt, die aber viel bösartiger ist, noch viel bösartiger, als zumindest die Hauptprotagonisten, die ja gezeigt werden, dann weiß man zumindest, dass es in dieser Zeit einfach diese Ästhetik von der Bandendarstellung gegeben hat. Ja. Das erinnert mich jetzt ein bisschen vom Plot her so an Klapperschlange. Ja, der muss sich ja auch durchkämpfen. Ist ja ungefähr auch so eine Odyssee, so sehr bizarre Verbrechertypen. So. Richtig, ja. Also es hat auf jeden Fall auch was, ein bisschen was zumindest von Klapperschlange, aber es spielt aber in einer sehr nahen Zukunft. Also die Waffen und so sind weniger futuristisch, aber wie die Cops beispielsweise halt ultra brutal und ja. Und es hat auch einfach sehr viel Humor. Also zum Beispiel die ersten Feinde, auf die sie treffen, ist eine nicht so bekannte Gang und die wurde gar nicht eingeladen zu dem Treffen und nennt sich selber The Orphans, die Waisen. Und man merkt so richtig, die sind so mulmig, wollen halt auch so ein bisschen anstecken an die Warriors, aber sind ja eigentlich nicht so die coole Gruppe. Das kommt ganz gut rüber. Das hat einen ganz guten Humor. Ja. So, jetzt aber zum Buch. Jo, also ich schließe endlich ab. The World Until Yesterday, Jared Diamond, What We Can Learn from Traditional Societies. Habe ich endlich ausgelesen. Bin bis zum sehr üppigen Quellenverzeichnis gekommen. So wurden diverse Quellen zitiert, wie es sich gehört für einen Wissenschaftler. Und was war jetzt das Fazit? Also er macht eigentlich fast das ganze Buch, bezieht er nicht zur Stellung, sondern er schreibt einfach über seine Forschungsergebnisse, zitiert auch andere Forschungsergebnisse und er vergleicht halt gesellschaftliche Themen oder Herangehensweisen in traditionellen sozusagen Dschungelgesellschaften und in der modernen westlichen Welt, wie er sie kennt, und stellt das gegenüber, aber er urteilt nicht großartig. Es sind auch immer wieder dann drinnen Tabellen, die sehr lustig zum Lesen sind. Mhm. Zum Beispiel, warum haben sie ihren traditionellen Lebensstil aufgegeben? Also für irgendwelche Leute, die sehr geworden sind. Dann halt Grund Nummer 1, also ein Messer, kann man sich vorstellen. Ja. Grund Nummer 2, Regenschirm kaufen, halt in den Tropen ist. Und Grund Nummer 3, Kaugummi. Und so halt sind immer wieder Sachen, die du nicht jetzt von so Haus aus erwartet hättest. Und was soll ich sagen, also was mir sehr imponiert hat, ist das Kapitel über Religion, also wo er sehr viel über Religion philosophiert. Und ich glaube, das, was den praktischen Nutzen hat jetzt für einen Leser, ist, wenn man jetzt vorhat, Kinder zu kriegen oder mit Kindern zu tun hat, dass er ein bisschen versucht zu vergleichen, wie Kindererziehung und Kinder großziehen und Umgang mit Kindern in traditionellen Gesellschaften funktioniert im Gegensatz zur westlichen Welt. Also und da merkt man ja, er macht sich schon ein bisschen lustig sozusagen über unsere westliche Zivilisation, dass wir glauben, nur weil wir uns gerade so benehmen, wie wir uns benehmen, ist das der Weisheit letzter Schluss. Und er sagt halt, dass Millionen von Jahren oder Hunderttausende Jahre hat man Kinder nicht im Kinderwagen geschoben, sodass sie nichts sehen und horizontal depperdal liegen und keinen Körperkontakt, sondern Kinder wurden vertikal getragen und waren immer sehr nah an der Brust oder wenigstens sehr nah am Körper und haben gesehen, was die Trägerin oder der Träger sieht, also waren viel mehr integriert in die Gesellschaft und er findet das halt. Wobei man besser. Das ja heutzutage wieder öfter sieht, oder? Das Tragetuch und so. Genau, und da schreibt er dann, da macht er sich dann auch ein bisschen lustig, wenn dann so einzelne Sachen wieder entdeckt werden und so. Mhm. Aber seine Grundmoral ist, dass man halt, dass
jede Gesellschaft halt ihre eigenen Erfahrungen macht und manche Sachen sind, wie soll ich sagen, sind nützlich, zumindest für diese Situation oder schaden nicht und manche sind eher schlecht, aber sie wissen es halt nicht besser oder haben andere Gründe, das nicht zu verbessern und man soll das halt nicht sofort werten, sondern sagen, aha, es gibt sehr viele Möglichkeiten, an ein gesellschaftliches Problem heranzugehen. Ja. Wobei du auch gemeint hast, dass man so einfach Sachen rausgreift und aus diesen alten Kulturen ist ja oft nicht so nicht sinnvoll, weil ja auch immer der Kontext sehr zählt. Gehört ein bisschen der Kontext auch also dazu. Also das kann nach hinten losgehen, ja, wenn man einfach so unhinterfragt Sachen übernimmt. Ich meine, wenn es ein Fazit gibt, dann eher, dass es nicht die ideale Gesellschaft gibt, sondern einfach sehr viele, eine große Vielfalt. Damit. Und er redet dann sehr, also er schreibt dann sehr viel über Sprachen, über Multilingualität, dass man mehrere Sprachen gleichzeitig spricht. Mhm. Und dann macht er sich ein bisschen lustig über US-Amerikaner und Engländer, die halt monolinguistisch aufwachsen. Mhm. Und von seinen Erfahrungen in Papua Neuguinea sagt er halt, das ist ein absolutes Unding, dass man nur eine Sprache kennt. Und dann gibt es natürlich Studien, wie sehr bringt das für einen Englisch sprechenden jetzt überhaupt etwas, eine andere Sprache zu lernen. Und das kostet ja so viel Zeit und in der Zeit könnte er eher zum Beispiel Mathematik lernen oder programmieren, wo er nachher bessere Jobchancen hat. Und es schaut ein bisschen anders aus, wenn man nicht Native English Speaker ist, dann zahlt es sich schon aus, Englisch zu lernen, weil man dann bessere Jobs kriegt, aber da gibt es halt so Studien. Und er zitiert dann nur andere Studien, also das ist nicht eigener Research von ihm, sondern da sagt er, also die Studien, die er kennt, die sagen, dass wenn ein Kind mehrsprachig aufwächst, dann kann es eine Sache besser, nämlich auf Situationen sich adaptieren, wo sich plötzlich die Regeln ändern. Also da kann man so Versuche machen mit Bauklötzen und so, mit dieser Belohnung, und plötzlich ändern sich die Regeln. Und da schneiden halt konstant Kinder besser ab, die schon von Haus aus mehrsprachig aufgewachsen sind und in zwei Sprachen denken oder reden können. Und er sagt halt, das ist zwar nur ein kleiner Teil jetzt des Verhaltensrepertoires, aber es ist etwas, was in unserer Gesellschaft sehr oft vorkommt, dass die plötzlich umorientieren muss. Und außerdem hat man den Verdacht, dass es ein bisschen hilft gegen Alzheimer, weil du das Hirn sozusagen ständig trainierst, denke ich etwas jetzt so oder denke ich es jetzt so. Also weil die Sprache auch das Denken beeinflusst. Also er macht sozusagen einen Appell für Mehrsprachigkeit und er sagt auch, dass mit den Leuten, mit denen er zu tun gehabt hat in Papua Neuguinea, weil der Bevölkerungsdichte relativ hoch ist und viele kleine Stämme leben, die alle ihre eigene Sprache entwickelt haben, dass dort im Schnitt ein Erwachsener 5 Sprachen spricht und nicht eine oder eineinhalb oder so, sondern ja, also wirklich also 5 fließend und mehr andere noch versteht. Multilingualität. Genau, ja. So, da, das auf jeden Fall. Und sonst. Der gleiche schlechtes Gewissen, dass ich mein Französisch. Ja, also er unterscheidet auch ein bisschen zwischen später lernen und schon als Kind damit aufwachsen. Also gibt ein schönes Beispiel von so Naturvölkern, die, weiß es nicht mehr wo, das war, ich glaube Amazonas, da leben die Dorfgemeinschaften in so Art großen Langhäusern und die Politik ist so, dass die Mädchen weggeschickt werden, heiraten und die Frauen werden von einem anderen Stamm geholt zum Heiraten. Also die Männer bleiben sozusagen im Dorf und die Frauen wandern. Und als Kind wachst du jetzt auf in so einem riesigen, eine Art Kommune praktisch von mehreren Leuten in so einem riesen Haus und du lernst auf jeden Fall mal die Vatersprache, weil das die Sprache ist, in der das Dorf funktioniert und du lernst sowieso deine Muttersprache, weil das redet die mit dir und weil die Frauen viel zahm sind, lernst du als Kind auch automatisch 2 bis 3 andere Müttersprachen noch von halt anderen Dörfern, wo die anderen Mütter herkommen. Und das heißt, wenn du aufwächst, hast du schon einmal 4 Sprachen. Und das ist schon das mal massiv am Start, ja. Das. Und sonst ein bisschen schreibt er dann auch, aber nur so wirklich zwischendrin über, dass er natürlich, also sie sitzen dort viel am Lagerfeuer und es ist ein anderes Zeitverständnis, also er schreibt dann auch sehr schön, wie das ist, wenn man zurückkommt aus einem Feldforschungstrip und sich dann wieder an die westliche Zivilisation gewöhnen muss und was zum Beispiel Missionarskinder sagen, die dort aufgewachsen sind. Gehen wir woanders hin, oder? Wir versuchen raus. Ja. Heute ist ein Nomaden-Podcast. Genau. Das ist wieder ein bisschen weniger in Sachen. Ja, also es gibt Kinder von Missionaren, die jetzt sozusagen im Dschungel oder in diesen Dörfern groß geworden sind, mit den Kindern gespielt haben, aufgewachsen sind und nachher werden es dann halt auf eine Boarding-Schule gesteckt oder so mit 12 und müssen jetzt plötzlich in der westlichen Welt funktionieren. Und dann schreibt er, was die halt sagen, was war das Größte, wo du dich umgewöhnen musstest und so. Und da kommen Sachen raus. Das eine, was
sozusagen also eine gesellschaftliche Metaebene, dass halt im Westen die Kinder von früh an trainiert werden, gegeneinander zu arbeiten. Also obwohl da jetzt kein Krieg herrscht und keine, sie nicht als Kämpfer trainiert werden wie in manchen Dschungelvölkern, sondern wenn die Kinder spielen, dann geht es darum, wer ist Sieger. Und wenn sie in die Schule gehen und lernen, dann geht es darum, wer hat die beste Note. Also sie werden ständig gerankt und gegeneinander müssen sie sich sozusagen voneinander abgrenzen. Und er sagt, das erzieht nicht dazu, dass sie füreinander einstehen oder lebenslange Freundschaften und Geborgenheit kultivieren. Und dass auch diese viele Kinder also von Missionaren, die jetzt sozusagen vom Dschungel wieder zurückkommen in die westliche Welt, dass dann die zum Beispiel bei ganz normalem Sportunterricht das total ethisch, also wie soll ich sagen, unanständig finden, dass sie jetzt da dauernd irgendwie so spielen müssen, dass ein anderer verliert. Und dann beschreibt er halt Spiele von Dörfern, wo sie halt aufgewachsen sind, dass ein Spiel zum Beispiel, dass jeder eine Banane nimmt, dann bricht er die in zwei Teile, mampft die eine Hälfte selber und die andere Hälfte teilt er in zwei Teile und gibt seinen Nachbarn. Und die nehmen diese halbe Banane, teilen sie wieder in zwei Teile, mampfen einen, also das Viertel selber und das acht, also das andere Viertel wieder teilen und in zwei Nachbarn geben. Und die also und du tust dann immer mit einer Zweierpotenz sozusagen das Teilen. Und der Sinn von dem Spiel ist, dass man sozusagen zeigt, dass also dass du jedem was schenkst von deinen Freunden, die da sind, dass alle was miteinander zu tun haben und dass du den Wert des Teilen schätzt und dass du siehst, wie schön das ist, dass du auch, wenn es sehr wenig ist, dass man alles teilen kann. Konzepte für eine kooperative Gesellschaft ja, und statt einem Konkurrenzorientierten. Ganz genau, ja. Und dass das halt einen sehr großen Impact hat für Leute, die da rausgerissen werden und die dann auch nicht unbedingt ideal funktionieren. Und dann vergleicht er das aber andere wieder, sei es wieder mit so Religionsgemeinschaften, die Hutterer gibt es und Täufer und wahrscheinlich auch die Amish-People, die jetzt noch sehr also praktisch in so abgeschotteten Familienverbänden leben und was sagen dann Aussteiger von dort, die dann von dort rauskommen oder was sagen Leute, die vom Dschungel sozusagen rauskommen in die großen Stadt und die sagen dann, ja, sie genießen das schon eigentlich, dass sie jetzt so Karriere machen können und was arbeiten und das Geld gehört dann ihnen und sie müssen das nicht automatisch teilen mit dem ganzen Dorf und haben eigentlich nichts davon. Also es hat immer zwei Seiten. Mhm. Was mir am besten gefallen hat, war die Passage der schreibt er, ja, und natürlich heutzutage gibt es kaum noch total abgeschottete Stämme, also die wissen, es gibt große Städte und es gibt Leute, Weiße, die halt in Europa leben und andere Probleme haben und er wird am Lagerfeuer dann halt viel gefragt, ja, und wie ist das so und wie lebst du und man hat viel Zeit zum Tratschen und sie tun überhaupt sehr viel Zeit für Tratschen und soziale Kommunikation aufwenden und man schreibt dann nur so in einem Nebensatz, ja, und Autos und Flugzeuge und so, das können Sie sich alles vorstellen und so, aber das, was Sie wirklich am absolut perversesten finden oder so, von den vielen Sachen, die Sie seltsam finden, sozusagen von der westlichen Zivilisation, das absolut, absolut perverseste sozusagen war für Sie, wenn er erzählt hat, ja, da ist halt, wo die Leute wohnen bei ihm, da ist Autoverkehr in Los Angeles und da kannst du die Kinder nicht auf die Straße schicken, spielen und deshalb gehen die Mamis dann in sogenannte Kindergarten, also noch vorm Kindergarten, in so Mami-Baby-Groups und da sitzen dann die Mamis in einem Kreis und die Kinder lernen miteinander zu spielen, also sind so Kleinkinder, dass du sozusagen in Amerika extra wohin gehen musst, dass du lernst, dass kleine Kinder miteinander spielen, was die natürlichste Sache der Welt ist. Wenn du öffentlichen so städtischen Raum. Ja, ja, es gibt es auch in Wien übrigens, also Mutter-Kind-Krabbelgruppen. Ja, städtisches Ding, genau. Ja, also Ort, ja. Einfach weil du halt das Kind nicht rausschicken kannst, das wird sofort vom Auto überfahren. Das kann, und auch ein bisschen auch die Gesellschaft nicht so darauf aus ist, dass du jetzt mit fremden Leuten da spielst. Und da hat er so geschrieben und von allem, was er erzählt hat, haben sie das also am meisten seltsam gefunden. Ja. Also bleibt ein positives Fazit für dich jetzt übrig bei diesem Buch, oder? Ja, sehr. Also ich muss sagen, das ist ein Buch, was, ich habe es nicht so in einem Rutsch durchgelesen, aber es gibt wirklich das Buch, was du von derselben Anzahl an Seiten kriegst, am meisten Denkfutter und hast wirklich viel zu und drüber erzählen und nachdenken und selber Beobachtungen. Also das gibt ordentlich Stoff. Ja, also ich kann es ganz wirklich sehr empfehlen. Eine Sache möchte ich noch kurz erzählen, da geht es um Tabus, das habe ich letztes Mal nicht gescheit erklärt. Und zwar, weil man ja oft hört, dass die dann Naturvölker abergläubisch sind oder dann dürfen sie irgendeinen Fisch nicht essen oder irgendwie das und das nicht machen. Und da beschreibt er, ja, wie entstehen so Tabus und was ist für ihn, was hat er erforscht, der tiefere Sinn. Und er beschreibt, dass er war viel Vögel beobachten in Papua Neuguinea und dann immer mit eingeborenen Helfern. Und die haben ihm gesagt, sie schlafen nicht unter einem alten Baum, weil der könnte umfallen und ihnen am Kopf fallen. Und da haben sie Angst davor. Und dann hat er gemeint, na gut, das Risiko geht ein. Ja, also ein Baum, es fällt zwar ab und zu ein Baum dort um, aber
Und dann ist er, hat er nachgerechnet und dann ist draufgekommen, okay, die schlafen also jeden vierten Tag im Freien oder so, weil sie jagen gehen. Und es fällt ab und zu, sagen wir, einmal im Jahr ein Baum um. Und das ist sozusagen ein Risiko, was zwar an sich nicht groß ist, aber wenn du es oft genug provozierst, weil du oft genug draußen bist, da erwischt dich einmal. Und eine Verletzung ist ja viel fataler dort als bei uns. Ein vermeidbares Risiko. Und deshalb entsteht dort das Tabu, dass du nicht unter einem morschen Baum schlafst, was ja auch Sinn macht. Ne? Und dann beschreibt er andere Sache, wo er halt in Lebensgefahr gekommen ist, mehrmals. Und eine war, da ist er fast ertrunken, also mit so einem, so Typen haben ihn halt von einer Insel zur anderen chauffiert, mit so einem Benzinmotorfloß, also so ein kleines Boot mit einem Außenbordmotor. Und das Boot ist dann gekentert, weil die Besatzung, das waren junge Burschen, die haben irgendwie sind zu schnell gefahren oder haben sich blöd aufgeführt halt. Und dann sind sie alle im Meer getrieben, in den Tropen, und haben sich an diesem Bootrumpf, dem Gekenterten, angeklammert und haben halt gehofft, dass jetzt ein anderes Paddelboot oder Segelschiff kommt und sie holt. Und dann ist auch einer gekommen, aber der hat nur wenige mitnehmen können und so. Das war sehr kritisch. Und er hat dann Urangst gehabt, weil er hat gewusst, also er kann sich jetzt noch halten, aber in den Tropen wird sehr schnell dunkel und dann auch sehr schnell kalt. Und er wird die Nacht im Wasser nicht überleben und er hat auch keine Schwimmweste gehabt. Und er hätte es auch nicht geschafft, zur nächsten Insel zu schwimmen. Und er ist dann zwar gerettet worden und so, und alles ist gut gegangen. Und er hat sogar einen Teil seiner Ausrüstung, der hat extra einen Eingeborenen noch getaucht unter dieses gekenterte Boot, um irgendeinen Koffer zu holen von ihm mit tollen Sachen. Und dann hat er sich, wie er gerettet war, hat er sich unterhalten mit einem alten Mann am Strand. Und den hat er, dann sind sie draufgekommen, ja, sie haben auf das gleiche Boot gewartet, aber der alte Mann ist nicht eingestiegen. Also der hätte auch zu einer anderen Insel müssen, und dann hat er mit dem geredet, warum. Und der hat dann gesagt, naja, er hat sich die Burschen angeschaut, die dieses Schiff manövriert haben, und hat dann gesagt, naja, die sind jung, und er hat gesehen, wie die mit dem Motor umgehen und wie sie so blödeln und so. Und er hat gesagt, naja, er wartet lieber ein paar Tage auf das nächste Boot. Und dann ist er sozusagen draufgekommen, dass also auch ein sehr kleines vermeidbares Risiko, was sozusagen praktisch ein Tabu, fahr nicht mit Schiffern, die du nicht wirklich kennst, eine sehr große Auswirkung haben kann. Und also er hat das dann mehr respektiert. Ich höre daraus, er hat immer eine gute Narrative verpackt. Also insofern, immer die Naturvölker geben immer gute, in sich geschlossene Geschichten ab, die auch als Erklärungsmodelle dann für so Aberglauben oder zumindest halt. Zumindest sind das die ich mir aus dem Buch gemerkt habe. Ne? Ja, das ist der menschliche Gehirn, merkt sich gern so Geschichten. Ja. Aber du liest sonst immer wieder Berichte von jetzt irgendeinem Missionar oder irgendeiner Geschichte. Ja, und das sind so primitiv, die Wilden, und haben das und das Tabu, was keinen Sinn macht. Und er versucht das halt als Forscher mehr zu verstehen, und macht das wirklich keinen Sinn, oder ist es zumindest so, dass nichts schadet. Hat er weitere Literatur geschrieben, wirst du das weiterverfolgen denn? Ja, er hat mehrere Bücher geschrieben, die habe ich aber noch nicht gelesen. Eins heißt Steel, Germs und Guns. Das ist auch über halt Eroberung von Naturvölkern. Das werde ich wahrscheinlich eins der nächsten lesen. Schön. Und sonst, ja, wie gesagt, sehr, sehr tolle Einsichten über, wie Religionen entstehen und warum zahlt sich das aus. Podcast, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch sonst sehr also gut zu lesen. Also Daumen rauf für dieses Chart Diamond. Film habe ich auch noch. Ja, ich bin gerade selber. Ich mache den letzten Film jetzt einfach mal durch. Was war denn der letzte Film, den ich gesehen habe? Brainstorm. Brainstorm hat er geheißen. 1983, wir begeben uns in dieses Jahr. Das ist der letzte Film, wo die Natalie Wood mitgespielt hat. Die könnte man kennen, das war irgendwie ein Star zu ihrer Zeit. Die hat zum Beispiel in West Side Story hat sie die Maria gespielt. Ah, okay. Beispielsweise. Und Und das ist der letzte Film, wo sie aufgetreten ist. Und der Film war dann auch verzögert, weil sie während den Dreharbeiten nicht beim Film, aber dann verstorben ist. Und dann gab es 2 Jahre Stillstand, und dann haben sie es aber dann doch mit Körperdouble und Stimmdouble fertig gedreht. Und der männliche, also sie spielt eine Hauptrolle, und die männliche Hauptrolle spielt der Christopher Walk, wie ich das sehr schätze. Und Brainstorm ist ein interessanter Movie, der mich leider nicht ganz überzeugt hat. Also er ist auch vom Douglas Trumbull, von dem habe ich ja schon erzählt, das ist der bei Odyssey 2001 die Special Effects gemacht hat. Und von dem habe ich Adromeda's Train noch gesehen und Silent Running, diesen Öko-Science-Fiction-Film. Und die waren beide immer schon so optisch hübsch, die Technikdarstellung und so. Und worum geht es im Brainstorm? Der Christopher Walken ist ein junger Wissenschaftler, arbeitet für eine Firma und entwickelt ein Device, mit dem man Gedanken von anderen Menschen aufzeichnen kann.
und sich selber dann so ein Device aufsetzen kann und da diese Gedanken wieder abspulen kann. Google Glass 2.0. Ja, und dann das aber wirklich mit allen Sinnen 1:1 dann wirklich eintauchen in die Gedankenwelt von anderen. Richtig, ja. also eher in die Sinneswelt. In die Sinneswelt. Mhm. Ja. Und der Trumpul ist... Also nicht, was er denkt, sondern was er erlebt. Sozusagen. Also die Gedanken nicht, es wird eher visuell dargestellt. Und das ist, da merkt man Oculus Rift. Oculus Rift, ja, da merkt man, was für ein Technik-Nerd der Trumpul ist, weil ich habe mich gewundert am Anfang, dass das Bild in einen schwarzen Rahmen eingefasst ist. Und das war das fürs Kino konzipiert, insofern, dass die normale Realität, die gezeigt wird, ist eben so eingefasst. Und sobald die Leute in die virtuelle Realität eintauchen, sieht man das Ganze in vollen Fuß. Und so hat er das schon irgendwie so optisch reingebracht. Das sind natürlich für Leute mit kleinen Bildschirmen wie mich ein bisschen anstrengend. Aber im Kino kennt das durchaus, ist das ein eindrucksvoller Effekt. Technikdarstellung ist wieder sehr schön, das ganze Labor und so. Und was den Film auszeichnet und auch ein wenig anstrengend macht, ist, das hat jetzt keinen Story-Arc irgendwie, dass irgendwas ganz Schreckliches passiert. Im Gegenteil, er spricht mehrere Aspekte von diesem Device auf die Gesellschaft und auf die Leute, die damit arbeiten, an und reißt das alles so ein bisschen an und das ist nicht uninteressant. Also es gibt zum Beispiel einen Plot, dass natürlich einer der ersten Anwendungsfälle, die sich der Mensch oft überlegt bei neuen Devices, ob man erotisches Filmmaterial einspielen kann. Pornografie. Ja, Pornografie, da wird da etwas im Hintergrund von Laborassistenten angefertigt und das hat Auswirkungen. Ein ziemlich abstruser Plot beinhaltet, dass seine Laborkollegin stirbt an einem Herzinfarkt und ihre letzten Gedanken aufzeichnet. Und die Firma hält dann dieses Tape unter Verschluss und der Christopher Walken möchte das aber mit ihm kennenlernen. Und wie es dann halt kommt, muss an dieses Tape dann wieder rankommen. Und die Firma wendet sich dann auch ab, weil wer fragt natürlich an bei solchen Devices? Das Militär. Natürlich. Ah. Und man sieht natürlich auch, wie die Firma dann langsam die Wissenschaftler abzieht von diesem Projekt und das für militärische Zwecke dann versucht wird auszunutzen. Wie zum Beispiel entweder für, weiß ich nicht, Pilotentraining oder solche Sachen oder halt zur Folter einfach. Wenn du irgendwie Gedanken produzierst auf den Bändern, die deine innersten Ängste irgendwie aktivieren und solche Sachen. Und dann spielt sie noch ein Familiendrama ab und blablabla. Es ist nicht schlecht, es ist etwas sehr trocken und sehr anstrengend zu schauen. Und was mir daran nicht gefallen hat, warum er dann bei mir die Coolness ein bisschen verloren hat, er hat dann gegen Ende hin einen religiösen Touch, so kann man es nicht sagen. Jetzt nicht christlich im Speziellen, aber es wird dann schon auch religiös und da vergibt sich der Film etwas, weil er hat bis dahin eigentlich ganz schön gezeigt, auf welche verschiedenen Seiten eine neue Technologie auf eine Gesellschaft einwirken kann oder gerade im Beginn einer Technologie. Ja. Also ist nicht uninteressant, kann man gut in Filmgespräche einwerfen, dass man den auch gesehen hat, aber so wirklich weiterbracht hat er mich jetzt nicht. Okay, dann schließe ich ab mit Schöner Leben. Ja. Und zwar habe ich mir angeguckt im Kino, beziehungsweise New York, englischer Titel The Chinese Puzzle, französischer Titel Caspar Chinoui oder so. Und zwar, das habe ich aber leider erst im Nachhinein gecheckt, ist das der Nachfolgefilm von L'Auberge Espagnole, die spanische... Davon habe ich gehört, das hat einigen Leuten sehr gut gefallen. Genau, das war so ein sehr netter Film, jetzt 2002 glaube ich schon. Also. Und da ging es um eine Studenten-WG in Barcelona und hat so ein bisschen das europäische Lebensgefühl halt... Savoir vivre. Ja, einfach so, dass Studenten aus verschiedenen europäischen Ländern in Spanien sind, noch dazu in Barcelona, wo man Katalanisch spricht. Ja, und Barcelona überhaupt eine lebensfrohe Stadt. Genau, und da wurden halt alle möglichen Themen verhandelt anhand einer sehr spritzigen französischen Beziehungskomödie, die es halt ist, die da ihre Affären haben und so, und dann doch alle zusammenhalten. Und davon hat es dann noch einmal einen Nachfolger gegeben, da ging es, glaube ich, um St. Petersburg. Und das war jetzt anscheinend der dritte Film, das habe ich aber gar nicht vorher gewusst. Aber hat sich im Nachhinein. Ja, aber es ist sehr nett, es geht wieder darum, dass halt hauptsächlich französische
Darsteller sich ihre Probleme selber machen, also sprich, sie tun fest Affären haben und sich dann wundern, dass das Leben nicht so funktioniert, wie es soll. Aber sie sind jetzt alle schon so um die 40, also sie haben alle schon Kinder und das macht es dann halt noch komplizierter, aber wie in jedem französischen Film, man kann jedes Problem durch gezielt Augenzwinkern und Wegschauen und sexy sein lösen und das ist dann so ein viel gut Film, ja, also alles so, die machen sich ihre Probleme noch selbst, also die brauchen keine Atomkrieg und Weltuntergang und Invasion, sondern geht's wer mit wem schläft und wem das dann erzählt und dann doch wieder mit wem zusammenhält. Also. Und, hat sich amüsiert? Oder? Ja, und zwar ist es war ganz lieb, und zwar ist das Setting in New York und okay. Ich spoiler das jetzt, weil die Handlung ist eher nebensächlich. Es geht um das Wie, nicht um das Was. Mhm. Und also zu am Anfang ist der Hauptdarsteller, also der Franzose, und der lebt mit der Kelly zusammen, die hat er in der Herberge in Barcelona damals kennengelernt, die ist aus England und sie leben irgendwo in Frankreich und haben zwei Kinder und alles okay. Und also auf jeden Fall, sie kommt vom Urlaub oder so zurück und eröffnet ihm, ja, sie hat in New York ihn kennengelernt und sie zieht jetzt zu dem und sie nimmt die Kinder mit. Na, und er ist natürlich ziemlich von den Socken, also er kommt drauf, er ist jetzt 40, sein Leben ist kaputt, er hat irgendwie alles falsch gemacht und bla bla. Und dann redet er mit seiner Mutter und die sagt ihm, naja, kannst nicht probieren, wieder zusammenkommen mit ihr. Und er sagt so, nein, das geht nicht, wir lieben uns nicht mehr. Und dann sagt sie ihm halt, dein Vater hat mich verlassen, schau du, dass du wenigstens dich um die Kinder kümmerst. Ne? Und er nimmt sich das halt zu Herzen und sagt, er zieht jetzt nach New York und es geht weil er Autor ist, es ist nicht wichtig, wo er schreibt. Und dann ist er in New York und trifft dort auch den neuen Liebhaber von seiner Frau, das ist also ein ganz reicher 2-Meter-Typ und er ist eher klein und der kann gut Englisch und er ist Franzose und kann schlecht Englisch und wird das halt so alles verhandelt. Und es ist eigentlich eher trauriger, so ein bisschen, also wenn man sich denkt, na gut, das könnte auch passieren oder du kannst mitleben und so. Und dann ist er aber sehr, sehr lieb, weil er versucht sich halt in New York einzuleben und zwar von ganz unten. Also er wird gleich einmal, er muss mit dem Scheidungsanwalt reden und dazu braucht er in New York einen eigenen Anwalt und der eigene Anwalt sagt, also er will halt sagen, ja, ich möchte das Besuchsrecht für die Kinder und ich möchte nicht, dass die Kinder in die und die Schule gehen und bla bla. Und er sagt, ja, das ist alles ohne, also sie müssen erst einmal Geld haben. Sie haben kein Geld, weil sie haben keinen Job. Sie haben keinen Job, weil sie keinen Staatsbürger sind. Kein, also kein, muss Visa Problem haben. Für Problem dann ja, arbeiten. Und dann arbeitet er sich halt schön von unten rauf und wird halt sehr viel über New York und Immigration und Integration verhandelt, und aber sehr lustig und nebenbei macht halt auch sehr viel turbulente Sachen. Also er tut einer lesbischen Freundin tut er Samen spenden, er tut er chinesische aus dem Chinatown, tut eine Chinesin heiraten, damit er besser ein Visa kriegt und seine Freundin von ihm kommt noch mit ihren Kindern. Das Bild von New York wird gezeigt? Das ist jetzt ja, ein sehr oder? Multikulti. Also eigentlich, also du... Also das ist besagten Schmelztiegel. Schmelztiegel der Nationen, ja. Und in einer Szene, da ist er, arbeitet als Fahrradbote und dann regt sich ein Fahrradbote auf, dass er jetzt einen Job kriegt, weil er ist ja Immigrant ohne Papiere. Und dann sagt also der Chef von dem Fahrradbotendienst, er ist Immigrant, ich bin Immigrant. Also wir sind alle Immigranten. Es wird dann so gelebt, das multikulturelle und nationale. Und ja, gut in der Aussage. Und ist dann ganz nett, das ist so ein Feel-Good-Film. Und spielt irgendwer bekannter? Ist er ja, also die ganzen Darsteller, die du aus zwei Filmen sozusagen kennst, aber ich jetzt auch nicht alle erkannte. Okay, aber also eigentlich ein Ensemble-Film dann, das immer wieder mehr Gesichter dann. Und wen man kennt, das ist die wunderbare Welt der Amelie, die spielt die Hauptrolle, die Darstellerin. Es ist nicht die Pinoche, aber mir fällt immer nur die Pinoche. Also sie hat damals kurze Haare gehabt, jetzt hat sie lange, aber nachher, wenn man es weiß, erkennt man es. Und so, also... Das ist auch der Plot, man kriegt was zu sehen. Also es ist ein Mann und drei schöne Frauen, mit denen er alle irgendwie gekonnt unglücklich ist. Also es wird nicht langweilig. Super. Es wird nicht langweilig. Nein, es ist ganz lieb. Eine Empfehlung. Ja. Sehr gut. So Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin durch. Durch mit Reden und sowieso durch. Ich bin durch mit Zuhören. Okay, ja. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ja, an dieser Stelle, nein, nur schöne Grüße an den Jörg Zurmann, falls du zugehört hast. Ich hoffe, du schaffst die Linux-Installation von Gerald. Super. Okay. Toi. Ja. Na passt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.